Hallo Leute, ein weiteres Video von Ju zum Pool ist da. Pool-Video Nummer 4 und zwar neues Leben entsteht im Garten, aber John will nicht helfen. Wie oft John jetzt hier vorkommt und ausgenutzt wird, ich bin gespannt. Ich kann auch verstehen, dass John keinen Bock mehr hat. Lass einen Hoch da. Let's go rein da. Okay. Wow! Alles klar. Aber hier hinten, das ist doch eine Klima, oder? Die habe ich, glaube ich, auch hier. Das gleiche Modell oder ähnliches Modell habe ich auch hier, ja, ja. Da kannst du dann zum. Für die Klima, also zum Rollen unten dran. Was macht die draußen? Oh! Flieg und bring mir ein paar Seelen. Heute. Ach, das ist das Ding. Das hatten sie auch benutzt mit June Reese, wo sie das so schmeißen wollten und das dann zurückkommt, aber nicht ganz wirklich funktioniert hat, wo sie diese TikTok-Gadgets getestet haben. Genau, ich erinnere mich. Wollten wir den Pool eigentlich mit Wasser befüllen, aber stattdessen habe ich einen Kiosk errichtet. Ich finde es. Ja. Sieht eher nach. Flohmarkt aus. Nahezu asozial, dass hier einfach Sachen hingestellt worden sind von Leuten. In den letzten Jahren wurde hier nicht nur Müll gebunkert, sondern auch Dinge, die wir eigentlich brauchen, ja? Und deswegen wollen wir aus dieser kleinen Laube hier ein kleines Paradies machen. Und Nerdy, falls du gerade zuschaust, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube... Ja, nice. Dieser Schrank aus Holz und das Hochbeet aus Holz, wir würden uns schon gern davon trennen wollen, so. Ihr habt mich ja jetzt kennengelernt als irgendwie... Hatte extra jetzt gebaut hier. Ich glaube, damals noch in den alten Pool-Videos. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, muss ja da gewesen sein. Wie so ein bisschen als Influencer, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen so als besten Freund für den John. Ich rufe den John jetzt gleich nochmal an, aber dieser Mensch, der vertraut mir ganz gar nicht mehr. Deswegen dachte ich so, weil ich mich gerade selber auf diese Idee... Ob mir Ju jetzt nochmal eine Ausrede einfällt, eine Lüge, um John herzulocken, dass er auch dir wirklich zieht. Ich gebracht habe, als ich Kiosk gesagt habe, machen wir einfach wirklich einen Kiosk hier. Ich schreibe ihn einfach, voll smart, ey, komm mal ins Office und bring 10 Euro mit. Der wird dann bestimmt super neugierig sein und dann stehe ich hier in meinem Kiosk und sage, Surprise. Yeah, yeah, yeah. Wollen Sie was kaufen von meinem Kiosk? Er hat wirklich, er hat wirklich jetzt dran geklebt, zu was Sachen kaufen kann. Preise. Aber er soll nur 10 Euro mitbringen. Er kann ja die Sachen hier gar nicht kaufen. Oh. Du willst jetzt ein bisschen deinen Müll andrehen. Ich bin schon gefragt, warum du gesagt hast, ich soll 10 Euro mitbringen. 30 Euro dafür! Du darfst alles mit nach Hause nehmen. Aber dafür musst du mir helfen, diese Kammer aufzuräumen. Die? Nee, die Laube. Das ist wieder eine Idee von Thomas, oder was? Die Laufen, die wir letztens eingesammelt haben, verkaufst du mir für 5 Euro? Das kannst du ja nicht ernst meinen. Nein, ich schwör's dir. Wir machen das schön hier. Für dich auch, weil du bist ja auch Teil der Pool-Olympiade. Ich glaube, ich weiß nicht, ob John es noch macht, weil er weiß ja, dass er wahrscheinlich wieder benutzt wird zum Aufräumen helfen oder sowas. Ich weiß nicht, ob er es macht, nur weil er wissen will, was für neue Idee sich Joe ausdenkt, um ihn reinzulocken. Ich glaube, dann deswegen würde ich auch schon hingehen zu gucken, so, hä, was hat diesmal diese Idee? Das ist mittlerweile nicht mal mehr lustig. Ich kann doch nicht mehr richtig lachen drüber. Du musst lachen, innerlich lachst du. Zu Thomas' Idee. Ja, Thomas ist verrückt geworden. Ich habe gesagt, lass den John mal in Ruhe, lass den John mal schlafen und so weiter. Das Geile ist, dass wir es von hier nach da gestellt haben. Ja, von da rein. Und ist von hier in dein Zimmer. Nee! Ja. Oh mein Da ist er! Guck mal jetzt! Warum machst du das immer mit mir, Thomas? Hast du das Thomas schon mal Thomas? Nee, ich will gar nicht. Vor allem sind die Preise komplette Verarsche. Wo sind die? Hä? Der. Das hier kostet 30 Euro. Er sagt mir, weil es verpackt ist, aber das kriege ich verpackt, das für 5 Euro. Das ist original verpackt, ist eingeschweißt, nur Sammlerstück, hallo. Aber. Nee, du brauchst mit deinem Finger mit dem Finger. Jetzt hör kurz auf, diese 30 Euro sind aber auch ganz anders investiert, als wenn du das im Geschäft kaufen würdest, weil du investierst in diese Poollandschaft hier. Du glaubst gar nicht, was du heute alles ausgeben musst. Also, dass ich euren Müll mitnehme, muss ich sogar bezahlen. Das ist ja neu, das ist ja gar kein Müll. Was ist denn ein realistischer Preis? Hier, der hat schon was gekauft, der hat nur noch 5 Euro. Der hat das Laub gekauft. Auch noch für 10 Euro. Ich habe gesagt, der kann alles haben. Für? 0 Euro, dafür hilft der. 0 Euro, aber das wäre ein richtiges Minusgeschäft, weil Joe hat hinten ein Preisschild dran geklebt gehabt für 8.000 Euro. Das wäre schon ein Plus für John eigentlich, direkt, wenn er es wieder verkauft, wenn es gratis ist jetzt. Krass. Nee. Nee, okay, ja, ihr seid eigentlich quasi live dabei, wie die Freundschaft zwischen John und mir zerbricht. Ah, ja, das passiert zu schnell nicht. Aber bei Koreanern, die denken ja auch anders, was Freundschaft angeht. Schau dir Squid Games an. Ja. Hä, ist schon jetzt einfach weg? Einfach ist sich aufgelöst.
Ich dachte, das wäre so ein Effekt gewesen, aber ist gar nicht mehr da. Wir könnten dem John sagen, ey, sorry, wir geben so. Oder wir machen das hier im Videoform, weil wir sind ja Influencer. Du. Ey, an der Stelle ne, ein kurzes Statement, warte, ich mal irgendwie ein Statement so. Mhm. Warte. So schmal. Ja, wo fange ich an? Willst du jetzt einen Short, einen TikTok oder was? Das ist so, jeder Influencer immer so. Und dann hole ich komplett aus so, ne? Vor 20 Jahren, in der Grundschule habe ich einen Kollegen kennengelernt und so weiter, bla bla, ne? Das auch. Ja, mittlerweile ist die Freundschaft natürlich wie Zeit auch Dinge, Wunden schließt, leider auch eine Wunde eröffnet worden. Mal gar keinen Sinn. Egal, wir räumen jetzt hier einfach auf. Was muss denn alles weg? Alles muss weg. Wir haben hier einen Grill mit ganz vielen Utensilien, Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Halt mal ganz kurz fest, das Grill. Wohin denn jetzt? Guck mal, wir brauchen auf jeden Fall auch hierfür einen Ort, ne? Du hältst einfach, drückst einfach irgendwelchen Leuten die Hand, die müssen sich drum kümmern, wo es hinkommt dann. Wir können das nicht immer so lagern, das ist voll alles weg. Ja, der wird doch eh weggeschmissen. Guck mal, hier will ich ja... Das ist doch voll der gute Grill! Was? Der ist ja mega widerlich. Aber wäre geil, wenn wir mal einen richtigen Grill hätten. Hatten wir mal? Nee, wir hatten für die Hauptvideos mal einen Grill umgeworfen. Hier, kurzer Einspieler. Hier ist ja. Guck mal, der ist genau am Finger. Ist so eine. Nee, guck mal, was ist das? Genau am Finger hier. Oh, das ist im A gewesen. Ja, ich fass nicht an. Du bist beeindruckt, ne, davon? Haha, eingefasst. Ja. Ich kann das unendlich lange machen, ne? Hast du das damals gelernt, als du in der Familie der Zirkusnomaden aufgewachsen ja, bist? Ja, krass, dass da was Rassistisches aus deinem Mund rauskommt. Hä? Ja, das ist eine Anlehnung an Ant-Man of the Galaxy, Alter. Nee, manchmal habe ich das Gefühl, da kommt Rassismus raus. Nein, bist du bescheuert? Dann will ich doch gar nicht mit dir arbeiten, Alter. Guck mal, das sind ja alles neue Sachen, die für die Food-Olympiade auf jeden Fall gut nutzen können. Das hier ist auf jeden Fall Müll. Bah, ey, die ist so widerlich, oder? Hält das nur ein bisschen Dreck drauf. Mhm. Thomas, das ist alles hier widerlich bei diesem Kiosk, Mann. Was ist das denn hier? Ja, aber das ist doch Hör doch, drück mir das doch nicht! Guck mal, hier ist doch richtig Tierscheiße. Das war einfach so jahrelang hier. Boah, wir haben echt viele Werkzeuge. Guck mal, das ist das Problem. Wir haben so viele Werkzeuge und wir vergessen jedes Mal, dass wir die haben und deswegen kaufen wir die irgendwie neu. Noch eine Waffe. Hm. Essen sie brauchen können für den Boden zum sauber machen. Und das sieht aus wie die Waffe von Sokka, von der Avatar. Okay. Oh, wenn der auf den Fuß fällt. Oh, ja, oh. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber so, ihr habt einen PC gekauft, irgendein Gehäuse oder was auch immer und ihr habt so eingetütete Ersatzteile irgendwie rum. Ja, das habe ich auch noch so viel hier. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder so viel Ersatzteile, ich könnte einen neuen PC draus bauen. Zwar keinen guten, aber es wird ein PC rauskommen am Ende. Liegen, wo ihr nicht mal wisst, wofür die eigentlich sind. Man wirft die irgendwie nicht weg, weil man denkt so, oh, vielleicht brauche ich sie irgendwann und so weiter. Und dann hast du halt irgendwie so eine ganze Kammer voll diesen Tüten hier. Hier, Ersatzteile, die brauchen wir nicht wegwerfen. Das ist voll wichtig. Oder 1000 Kabel, wo ich denke, oh, ich könnte die Kabel nochmal brauchen. Keine Ahnung, so ein 5-HDMI-Kabel oder VGA-Kabel. Ich habe sogar noch diese ganz alten Kabel da für den Fernseher, diese dicken Dinger da. Brauche ich's? Nee, hab ich's? Ja. Soll ich es wegschmeißen? Wahrscheinlich soll ich das tun. Das, keine Ahnung. Warum haben wir eigentlich weiße Farbe hier? Hat irgendwann mal was gestrichen worden. Habe ich im Keller auch noch komplett voll. Was haben wir denn gestrichen? Ja, irgendeine Wand. Nee, also Kommunikation funktioniert an der Stelle auch einfach. Mui. Ja, meine Mutter ist gespawnt. Hey! Ja, was ihr hier macht? Ja. Ja, wir räumen ja auf. Wir das ist doch das, was du immer willst. Wie? Aufräumen. Pass auf. Wofür haben wir die gebraucht? Boah, guck dir das mal an hier. Mit der Spinne. Boah. Die Spinne ist an mir drauf. Ach, kitzel mich. Das ist von Keta Pan, von dem Video. Boah, krass. Ach ja, ganz viele Props. Hier ist dieser Lügendetektor-Test hier drin. Sind es zwei? Hier ist noch einer, oder? Keine Ahnung, aber ja, die brauchen wir noch. Alte Requisite. Da kommen Spinnen raus. Da kommen Spinnen raus? Ja, eine Kitzel wie die ganze Zeit hier. Das hier haben wir damals den Zaun gestrichen, haben wir das aus Unterlage. Wirf das auf Thomas. Thomas, ja? Achtung, schenk ich dir. Wir haben pH-Reducer, Algenschutz, das brauchen wir eigentlich alles. Wie das kommt? Boah, ich habe auch noch so genauso einen Container von meinem Nebelmaschine. Die Nebelmaschine habe ich zweimal in meinem Leben angemacht und immer noch so fette Container immer noch voll davon von dieser Flüssigkeit. Immer doch direkt in den Raum rein. Nein, das würde ich, das ist die falsche Denke. Erstmal glaub mir, vertrau mir einfach. Ich habe asiatische Wurzeln. In Asien haben wir nichts anderes gemacht, außer aufräumen. Erstmal raus. Komisch. Ja, aber dieses Bild mit der Pyramide und dem Müll, das ist halt so true, ne? So wie Sachen ich mal mitbekomme, dass scheinbar um die Pyramiden rum es übel vermüllt ist und so dreckig ist, da hätten sie lieber den Müll unter die Pyramide gekehrt, wäre ich besser gewesen, glaube ich. Okay, liebe Freunde, boah, wir könnten echt fucking Flohmarkt hier machen, ne? Unglaublich, was wir hier alles haben, ne? Ey, ganz ehrlich, du findest es eklig. Die Spinne da!
Da ist eine tote Spinne, seht ihr das? Riesig. Nee, ich glaube, das ist nur die Haut von der, die hat sich gehäutet. Die ist irgendwo hier. Run. Und die kitzelt mich aber. Boah, das wird never ending story. Ganz ehrlich, das Ding hier, das versteige ich einfach für 10.000 Euro. Bei never ending story muss ich an Dings denken. An Stranger Things, der Song. Da hol ich mir einen roten Teppich von, oder? Das sag ich dir. Boah, dass das hier auch irgendwie so offen steht, da weiß ich auch nicht, ne? Das riecht so nach Chlor, ne? Boah, das riecht richtig Schwimmbad. Boah, ja. Was ist das hier? Eine Hut oder was? Das ist ein Dietrich, ja. Das Alter, nimm zudem noch das hier mit. Wie soll das gehen, Alter? Das ist doch eine Challenge. Du musst ja diese Herausforderung schmecken. Ja, hab ich halt verloren. Ja. Thomas, kein Kampfgeist. Du musst kämpfen. Guck mal, so ein geiles Gerät haben wir hier rumliegen. Verstaubt, verdreckt so. Wir brauchen viel mehr so Stauraum. Ja, das hat ja auch nicht, das war jetzt auch nicht so cool, ne? Das ist die Klimaanlage. Stauraum ist aber gefährlich. Stauraum ist echt gefährlich, weil ich habe auch so einen Schrank, wo Stauraum theoretisch ist und da ist alles vollgestellt, ratzfatz voll. Am besten hat man gar keinen Stauraum, dann ist man verpflichtet irgendwie. Von meinem Keller, wie der aussieht, der ist komplett bis vorne vollgestellt, wirklich bis vorne hin. Man kommt nicht mal rein nach hinten. Ah, Stauraum ist kenne ich gut. Klimaanlage. Alter. So. Klimaanlage habe ich auch noch hier. Hab's da bisher nur einmal angemacht. Wow, hat sich gelohnt. Ein Verlängerungsschlauchi. Ja, macht Spaß, ne? Aufbau macht Spaß, ne? Das ist noch von hier im alten Ding. Auch können wir auch irgendwann nicht so. Ey, da ist so ein Hammer drin. Ach, Gummihaar. Ist ja der Hammer. Den suche ich doch die ganze Zeit. Was willst du denn damit machen? Wie? Für Werkzeug, wenn wir was draufhauen, ohne das Möbel zu verletzen. Verkaufen, wer will das hier denn kaufen? Wer ist so dumm und kauft sowas? Das ist aber eigentlich ganz cool. Ja, sehr cool. Kannst du bei dir zu Hause hinstellen? Nee. Hey, kannst du ja für die Bullimjade benutzen, oder? So reinwerfen, sowas. Ball ins Tor. Ach, der ist scheiße. Geht. Wir haben ja noch eine Poolpumpe. Ja, haben wir doch. Guck mal, das ist die Sache. Wir kaufen alles 8-mal, ne? Das ist so dumm. Keiner mich fragt, was wir haben. Das ist nicht buddhistisch von uns. Die ist doch kaputt. Ja, das ist echt so. Ich erinnere mich noch genau an diese eine Folge von Zerbone, wo Ju ja entführt wurde und er ja diese Unterhose anhatte mit den Entchen drauf. Und dann haben sie für einen Rückblick später bei letzten Song Zerbone Akt irgendwas, haben sie dann extra die Badehose, weil sie die halt nicht mehr hatten, die Unterhose, haben sie die in 3 irgendwie nachbauen lassen. So aus, als hätte Judy gerade an. Aber in dem Reaktionsvideo sagt es schon, seine Mutter guckt 5 Sekunden, holt dann einfach die Hose her und hat sie direkt gefunden. So. Hätte sie mal gefragt, dann hätte er das mit dem Animieren sich sparen können. Wie ist kaputt? Ein Kehrmaterial. Ja. Du weißt, das war überall, ne? Im Pool. Ja, ja. Ja, war da durch die Ritze. Ritze. So viele Bottiche. Was geil ist. Bottiche sind geil. Was sagt man immer in Singapur? Bottiche sind gut. Vor allem auch noch so günstig, diese Bottiche, ne? So 10 Euro nur, ist Schnäppchen. Gut. Nein, Singapur sagt man nicht Bottiche, Bottiche sind lästig. Da kommen die Moskitos, legen sie Eier rein und dann kriegen wir alle Malaria. Oh, also Gießkanne können wir ja behalten. Warte, tu ich rein. Alter. Ey, warum tut der denn wieder hier hin? Oh, diese PVC-Matten. Hast du den Gummihammer jetzt gesneakt? Behalte ich auch. Da war gerade Revi, oder? Da war wieder ein Revi-Diss drin. Da wurde Revi gerade weggeschlagen. Das war auf dem Kletterstream mit Papa Latte. Aber die sind so geil, die Dinger, diese Judomatten. Ja. Ich weiß, ich glaube auch, dass wir für irgendeine Pool-Olympiade-Challenge das. Hab ich gedacht, vielleicht. Glaube ich, brauchen. Ja, weißt aber du, die trage ich jetzt aber nicht nach vorne. Josh kann die tragen. Ja. Josh ist groß. Für Josh sind die Dinger so klein nur. Ja. Ich habe immer erzählt, dass du der stärkste Mann überhaupt ist im Haus. Wow! So kann man sich die Arbeit sparen, indem man sagt, oh, du bist doch so groß und stark, trag das mal weg und so. Das ist cool, da machst du heute schon deine Exercise. Dann gehen die Tür, 2 Stück stellst du hier hin. Brauchst du die andere, oder was? Nee, wir brauchen die gar nicht, deswegen wollen wir die weghaben. Er lächelt, aber er ist abgefuckt. Oder wie wir mir gar nicht helfen, ne? Ja, der ist ja viel stärker als wir. Das ist so gelogen. Ja. Okay. Was ist denn hier alles dran? Noch ein Hammer! Das ist aber süß! Thirsty Boat ist auf jeden Fall auch einen geilen Ort. Aber ich würde erstmal rausstellen. Ja, ja, und wir müssen ihn auch aus der Plastiktüte rausholen, weil das ist ja alles feucht da drin. Ja. Das ist dann wieder alles so schimmeln. Ciao, ja, tschüss! Ciao.
Boah, wie Thirsty, wo wollen sie den hinstellen? Also noch so ein Altar wäre ein bisschen wack, also das ist ein riesiges Ding auch. Geil, das hier aussieht, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Soll der Besen bringen? Warte, noch, wir sind noch nicht fertig, denn... Oh nee. Ey, da ist das, geil, guck mal, das können wir für die Pool-Olympiade benutzen. Hier, ist alles drin. Alles drin, alles drin. Hier noch mehr für die Pool-Olympiade, ein Ball. Ach, das ist der Flamingo. Und der hat auch die ganze Farbe von. Weißt du, ne? Ach so. Hier, in Ausschnitt. Also, hier ist die Klammer. Kommt da Luft raus? Ja. Das ist die Sache, ne? Wir machen Sachen und räumen gar nichts auf. Hier, doch schon, haben es da reingeräumt. Ja. Ich. Ich kann das nicht sehen, was da drin ist. Deswegen ist Stauraum nicht gut, weil da zu viel Krams hast. Das ist, weil da ist super viel Schimmel drin und dann muss ich kotzen. Oh, ich weiß nicht, wann ich diesen Würgereflex bekommen habe. Das ist ein Tick. Wir sind durch, glaube ich. Warte, was ist hier drin? Müll. Ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen sauer. Every day I walk the floor and think of you. Na, schon. Ey, krass, wie es hier aussieht, ne? Dass das alles mal in dieser Laube war. Diese Effekte, da weiß auch jetzt von Thomas mal weggekehrt. Das ist so random immer. Oh, hi, sie steht alles da rum. Jetzt müssen wir entscheiden, was behalten wir und was. So viel Zeug und das hat alles in den kleinen Raum reingepasst. Das ist so viel Krams. Ganz Terrasse ist voll. Ach du Heiliger. Ich will meinen Keller nicht aufräumen, der sieht noch schlimmer aus. Das wird entsorgt. Ah, okay, erstmal keine Panik, Freunde, so, ne? Wir nehmen euch jetzt nicht mit, wie wir das hier quasi entsorgen. Dann hätten wir es wirklich geschafft, Sachen von der Kammer in die Laube zu stellen, von der Laube hier auf die Terrasse und von Terrasse zu euch nach Hause. So, wir haben noch diesen Holzschrank und das Holzhochbeet. Das muss auch wegkommen, weil wir einfach mehr Platz da haben wollen. Wir wollen das alles komplett neu designen, wir wollen Ordnung reinbringen, wir wollen für jedes Gerät, das wir auf jeden Fall noch weiterhin brauchen, einen Ort finden. Richtig schön strukturiert und so weiter, so asiatisch denken, japanisch denken. Aber weil wir nicht stark genug sind, holen wir uns die Kraft aus Polen jetzt. Wir haben nämlich die Frau Beata an unserer Seite für heute, mit der wir aber erstmal was anderes machen. Moment, ich zeige es euch ganz kurz. Warte. Okay, okay. Und dann werden wir mit der Kraft Polens auf jeden Fall mal dieses Hochbeet machen, weil das ist ein riesiges Thema. Dann holen wir erstmal Beata. Es geht wieder nach Holland! Hä, wir fahren nicht nach Holland. Denn wir gehen mit der Beate ins Gartencenter, Freunde. Wir fahren ins Gartencenter. Mach hier nicht den harten Gangster. Ist doch grün, warum fährst du nicht? Ah, Freunde, hier, guck mal, hier geht's runter, schön runter. Es ist eine Achterbahnfahrt hier, ne? Muss ich mal sagen. Oh, ich muss fast niesen. Ich wollte irgendwas dazu sagen gerade, aber ja. Dann guck mal hier rechts gleich, kannst du gleich einen Schwenk machen. Da haben wir mal trainiert, in der Schanzhalle. Jetzt links abbiegen. Ich mach, was ich will. Hier haben wir schon mal was gedreht. Das war ein Kampf zwischen Osterhasen und den Masken. Kannst du mal ganz... Ja, da hinten, ne? Ah, okay, ja, liebe krass. Freunde, hier wohnt der Thomas auch, by the way, sehr schönes Örtchen hier. Da ist Beate. Da ist die Beate, hallo. Hallo, beiden. Jetzt weißt du, auf was du dich eingelassen hast? Leider weiß ich nicht. Nie so genau. Ja, wir machen das schon hier. Professionell sind wir hier. Sind wir nicht, deswegen haben wir Beate dabei. Boah, mir ist aber gerade ein bisschen schlecht, muss ich sagen, vom Filmen. Mir wird wirklich schlecht vom Fahren. Ja, aber guck mal, ich fahre doch so. Guck mal, also ich Thomas wird irgendwie voll schlecht, oft schlecht auch, oder? Vorhin mit den Sachen da, jetzt hier mit dem Fahren. Ich meine, im Fahren kenne ich es auch, wenn ich als Beifahrer am Handy gucke oder sowas. Da verstehe ich es voll. Früher als Kind immer Gameboy gespielt beim Autofahren. Das ging auch nur bei der Autobahn, wenn es geradeaus ging, gut. In Ortschaften, da wurde es mir auch manchmal duselig, ja. Ich denke mal, Film ist dann ähnlich. Ich fahre da sogar freihändig die ganze Zeit hier. Also kannst du ja gar nichts sagen. Bitte, eigentlich. Jetzt ist aber gut. Das ist alles auf YouTube jetzt. Ja, und mit meiner Sprache, da weißt du, wie ist das alles, ne? Hier sind wir, Freunde. So, unser Ziel ist natürlich jetzt auch, geile Pflanzen zu finden, die auch mal im Winter überleben können, ne? Keine Pflanzen, die jetzt so direkt den Geist aufgeben, sobald wir die einmal nur anfassen. Oh, sowas zum Liegen. Und keine Pflanzen, die man über den Winter wieder reinholen muss. Oh, meine Großeltern haben so Pflanzen auf dem Balkon stehen, die man immer dann im Sommer rausstellt und im Winter wieder reinstellt. Und jedes Mal muss ich helfen. Die sind immer so schwer, weil da so viel Tonnen Erde drin ist. Gar kein Bock. Wäre auch nicht schlecht, so für die Terrasse. Warum denn nicht? Mir gefällt's, ne? Obwohl, warte. Ich glaube, wenn wir sowas kaufen, schlägt mich meine Mutter. Dem Thomas geht's gerade nicht so gut, so. Aber vielleicht können wir dem sowas hier... Komm, wir geben das dem Thomas. Was steht da drauf? Heute trage ich das Lächeln, das du auf mein Gesicht gezaubert hast. Oh, süß. Und dann der Desktop-Hintergrund von Windows XP, ja, chillig. Was? Jetzt kommt langsam. Hallo. Oh, gratis Getränke. Bist du auch im Wasser? Spaß.
Hey! Steig ein. Links, rechts und. Playmobil. Hier gibt's aber nur so kleine Sachen. Lass, wir müssen direkt was Fettes kaufen. So. Kommst du nur mit Ruhe? Ja, in der Ruhe steckt die Kraft. Aber Baum willst du nicht haben. Keine Bäume. Du willst große Blumen? Gehen wir da. Genau, guck mal. Japanisches Lavendelheide. Aber die sehen so ein bisschen nach Pollenallergie aus. Ne? Die habe ich auch bei mir. Oh, guck mal, Yakushimanum-Hybride. Das ist ja eh, das ist ja meine Lieblingsblume. Ah, nee, ich habe falsch gelesen. Hier, ne? Japanische Lavendelheide. Ja, komm, erstmal zwei. Müsste Jun nicht vorher erstmal so einen Riechtest machen, ob es allergische Reaktion auslöst oder sowas? Kann er, wirkt es dann schnell oder muss man da warten, bis bestimmte. Ich kenne mich mit Pollen, also Allergie halt gar nicht aus. Inwiefern das wann schädlich ist. Ist ja auch lustig, das Ding hier, ne? Coitus. Hortensie, aber die ist zu klein. Wir können da 10 Stück davon kaufen, dann ist es groß. Na gut. Guck mal, die sehen auch lustig aus. Es gibt so schöne Pflanzen, ja? Bitte schön. Das heißt, die kannst du schon schnappen, die zwei. Ja. Ich kann es mir jetzt so viel zoomen, wie ich will, ja? Du kaufst, darfst alles kaufen. Was ist das? Geld. Ach so, meine Mutter gibt immer Geld in Honkbaus. So, machen wir mal hier 3 Stück. Nicht geizen hier, bitte. Wir haben ja jetzt hier schon 200 Euro, ne? Ne, glaube ich. Die will ich haben. Oh, die. Komm. Groß, klein. Minus ja, groß, alles groß. Immer größer, denke ich. Mehr ist immer besser. Warum gehen wir wieder Richtung Eingang? Was ist los? Das Hochbeet hat natürlich eine gewisse Dimension, die wir natürlich auch beschmücken wollen mit ganz vielen Pflanzen. Deswegen gehen wir nochmal zurück und holen uns 3 Wägen. Ich will was? Eigentlich sowas haben. Stell dir vor, wir sind irgendwann so alt. Oh, ich hasse das. Ich hasse diese Bänke. Die sind so unbequem. Meine Oma liebt die total. Die geht immer irgendwie in den Urlaub irgendwie oben im Norden. Dann holt sie sich so einen, wie heißt das, Strandkorb? Heißt das Strandkorb? Nee. Aber jedenfalls holt sie sich immer sowas und ich finde es so unbequem und so dumm. Ich weiß es nicht, irgendwie, ich fühle es gar nicht. So, wir haben Zepter, natürlich. Wenn man alt ist, hat man immer ein Zepter. Oh, geil. Wir haben es kaputt gemacht, komm schnell. Warte, da. Ich kann nur rückwärts in Toiletten reingehen, es ist voll. Oh, das ist Damentoilette. Da kannst du nicht drauf gehen, du musst hier warten. Warte, da möchte jemand. Das ist alles Dance-Verantwortung. Mit Kamera. Ja, am besten zeigst du noch genau, wie es funktioniert, damit es jeder machen kann. Jetzt haben wir den Leuten auch noch was beigebracht. Ha, das ist aber schön hier, oder? Wow. Ja. Eine Frage. Frag. Wir sind klein. Und bei mir könnt ihr größere bekommen. Können wir zu mir kommen? Ah, jetzt will sie hier im Blumengeschäft, weil das Leute das bei ihm kaufen. Ja. Sneaky gut eingebaut. Irgendwie wie ein illegales Geschäft, das ich eingehen muss. Nein, das sind meine Blumen. Ah ja, da hinten, ne? Ja. Schön. Oh, ja. Das ist natürlich schön so, ne? Ja. Hm? Okay, aber wir brauchen noch viel mehr Pflanzen auf jeden Fall. Ja, okay. Brauchst du Farbe? Oh, sorry. Ich wusste, was ich wollte. So, eine Brennnessel. Brennnessel? Ja, aber dann warte, muss ich gucken. Ja. Ist ja gut für Leon Pullenbjörde. Einmal durch die Brennnessel durchlaufen. Aha. Aber der passt doch nicht so rein. Wo soll denn? Auf einmal so Pflanzen, auf einmal Bambus? Nee, ich finde das nicht harmonisch, oder? Also ich bin jetzt kein Pflanzenkenner, aber das ist cringe. Aber dann guck mal das. Ja, die ist auch schön. Die finde ich auch schön. Schön, ja, die finde ich gut. 2-mal, 8-mal. Ach, komm, 2-mal hier. 10-mal. Ja, wir brauchen mehr. Ja. Komm, nehmen wir nochmal 2-mal Lavendel. Mal hier die größeren, oder? Komm, größer. Lass doch die hier, ist größer. Mein Geld. Kann ich meins. Ja, du wirst nicht als Gärtnerin dich bei uns beteiligen. Kann ich gern kommen. Ja, aber Gärtner sind auch Mörder, ne? Wie? Ja, oder Butler. Mörder oder Butler. Nee, was? Gärtner sind Butler? Nein, ich meine, oder Butler sind Gärtner. Nein, ich meinte, genau, oder Butler sind Killer, Mörder meine ich so. Ja, Gärtner sind im Film immer die Mörder. Ach so. Ich weiß, das wird jetzt hier nicht so gut reinpassen, aber ich finde das voll... Nee, das finde ich so... Schön? Findest du gut? Finde ich gut. Ja, ich finde es auch geil. Guck mal, was das kostet. Das kostet nee, 700 Euro. What the fuck? Habt ihr auch bei den anderen Pflanzen? Nein! Das hast du dir gedacht? Deswegen, kauf kleineren vielleicht das diese Lavendel. Das wächst doch nach. Wie kann man das für 100 Euro verkaufen? Oh, Thomas. Nicht. Das darf nicht. Ich meine, diese Pflanze, da, die da gezeigt wurde, die ist auch gepflegt. So, ne? Die hat so verschiedene Äste und die haben verschiedene Blätter, die so, ne? Kaputt gehen. Wir dürfen nicht mehr verwahrlosen. Die Zeit ist vorbei, verwahrlosen. Deswegen brauchen wir ja eine freundliche Gärtnerin. Ja, ehrenamtlich auch. Aber der ist echt schön, ne? Der ist natürlich noch mal sehr viel schöner.
Ja, aber für diesen Preis, ne? Ja, aber warum kostet sowas 700 Euro? Ja, weil das muss ja auch wachsen, bis er so ist, dass er so genau aussieht. Das dauert ja auch viel, es braucht viel Pflege und so weiter. Zieh mal hier Mitarbeiterklamotten an, dann frag mal wegen Kundenrabatt. Und dann gehe ich mit an die Kasse und sage übrigens, das sind die abgelaufenen Blumen. Wir haben einfach ein bisschen Rabatt. Oh, ich war mit Freunden mal auch in so einem Blumenladen oder so generell Hornbach gedöns und dann haben wir so Teile, wir wollten uns Kartoffelkanonen bauen. Und dann haben wir gekauft. Ich war so verwundert, warum meine Sachen so günstig sind, weil die anderen haben irgendwie viel mehr bezahlt. Und da hat mir einer dann erzählt, dass er scheinbar, weil es verschiedene Rohre gab, dass dann die Preise für verschiedene Rohre halt anders waren. Hat einfach die Sticker drauf vertauscht. Also so ein Rohr, was um die Kurve geht, kostet irgendwie mehr, als das gerade geht. Und hat einfach die Sticker von den beiden vertauscht. Und dann am Ende der Kasse wurde abgerechnet, halt ein Rohr, was gerade ist. Also günstiger. Und ich habe das halt nicht gesehen, nicht gehört vorher, als mir das nachher gesagt. Ich habe mich direkt voll schlecht gefühlt, weil wir quasi eine Art Diebstahl gemacht haben. So. Bekommen. Das liegt daran, weil wir gerade einfach mal 700 Euro für Pflanzen ausgegeben haben. Ja, das macht ja auch was mit dem Auto, ne? Die haben jetzt so viele Pflanzen für 700 Euro, aber diese eine Pflanze hat allein schon 700 Euro gekostet. Ach du Heilige. Ich kann mir schon gut vorstellen. So schöne Variation. Jetzt haben wir auch endlich mal Pflanzen, ne? Damals immer dieses Ziergras. Das sieht doch sehr schön aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Hochbeet wirklich seinen Glow-Up bekommt, ja? Noch alles Pflanzen, die man halt auch pflegen muss. Ne? Die muss man alle gießen und düngen und so ein Kram und auch zurechtschneiden, wenn zu viel wachsen. Naja, jetzt am Ende, ne? Jetzt hat man auch so einen persönlichen Wert, so eine emotionale Bindung dazu. Liegt einfach daran, weil wir vielleicht Geld ausgegeben haben, 700 Euro einfach. Das Leben, das wir hier vor uns haben, echtes Leben einfach. Kommt rein in meinen Blumenladen. Wir werden jetzt ein Hochbeet. Jetzt am besten wieder Bresche dran kleben und wieder John sagen, ich will 20 Euro mal vorbeikommen und guck, was er kaufen kann. Bauen, ne? Mit Hilfe von Beata, die das auf jeden Fall. Und dann ihn verdonnern, dass er hier mit eurer Hälfte einen pflanzen. Professionell ja auch studiert hat, ne? Oh, ich habe das studiert. Aber wir müssen die Steine erstmal, glaube ich, wegtun. Ja. Und Thomas, kannst du mir kurz helfen? Freunde, da brennt es ja hier auch. Boah, in der Dali, wir müssen aufpassen. Beate macht allein. Aufpassen, das ist Brennnessel, oder? Ich glaube, wir sind voll. Die Betas. Ich mach das nur. Boah, ich habe locker 1000 Kalorien schon für beantwortet. Oh, du musst auch aufpassen, dass noch teilweise Kabel verliert, ne? Also ja, hier sehe ich das Kabel auch. Da muss man ja, genau. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Sollen wir die Steine hier auch wegtun? Wird vielleicht nicht hier. So. Das ist ein Kabel. Kabel? Nein. Ja, da steht! Das in der Miso-Suppe. So. Sind die zu lang? Komm, ich nehme ab. Kannst du mir geben? Thomas, mach doch mal was extrem Lustiges. Was soll ich denn tun? Depp mal, Thomas, depp mal. I am the one that raised the turn. Okay. Ich habe ja gar keinen grünen Daumen, ne? Muss ich dir ehrlich sagen. Du hast aber eine grüne Lunge mittlerweile, würde ich sagen. Sollen wir einfach mal diese Pflanzen drauf tun? Ja. Ja, ja. Nee, in der Mitte. Ich nicht so. Was ist denn das jetzt für eine Pflanze? Was ist das für eine Pflanze? Unimus, Japanese Elega Areus. Eine japanische Pflanze? Das ist offensichtlich eine Japanese Pflanze. Sowas kann meine Mutter auch ganz gut, weil die malt. Also ich würde gerne das, diese hier, weil ich würde auch eher sagen, die großen Pflanzen in die Ecke, ja. Das steht man da, guckt direkt von außen. Stimmt, siehst du? Na, dann machen wir besser hier. Okay, so. Wie fühlst du dich? Wie damals in der Schule bei der Vorführung. Du warst in der Schule? Ja, ich war so ein Baum auf der Bühne. Ah, dann warst du da schon wahrscheinlich eher. Oh, er war Deko. Ich war in der Schule ein bayerischer Elf. Ich muss eine Weihnachtsvorführung dann auf Bayerisch irgendwas sagen, ja. Auch der unbeliebte. Oh, die fühlt sich ja schön an, ne? So weich. Aber die mag das nicht. Lass die, das ist Belästigung. Consent, ganz wichtig. Hier hast du auch so. Eins. Vorne, hier sowas. Die Blätter kannst du auch hier tun, ne? Habt ihr andere, welche habt ihr da Farbe? Ah, was ist denn da? Die kann man hier vielleicht so schieben. Vergib mich hier. Dann die kann man weg tun.
Die wachsen auch. Du, kannst du mir eine von den beiden geben? Die. Ich habe Werbe gemacht, weil die heißt Drum and Bass. Schaut mal, wie die heißt hier. So. Die heißt einfach Big Daddy. Big Daddy. Nice. Die sind groß, ne? Nice. Fass mich nicht an. Eigentlich ist der Lavendel auch schon in dieser Topf, ne? Dieser Stein. Ja, irgendwas hast du doch für die Steinecke geholt, Hanabis. Ne? Kein ah ja, drei Pflanzen sind erlaubt, also let's go. Cannabis Mui. Wo braucht man noch wo? Hier hinten, der vielleicht noch nicht. Ist zu eng schon sonst, ne? Ne, ich find's schon so genug. Ja, genau. So, wir haben uns entschieden. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und dann graben wir mal ein, das Ganze. Oh, Pflanze, bist du, ne? Hallo. Da kommt der Ahorn, Freunde. Wuhu! Das ist kein Ahorn, oder? Du, das, was du da reingemacht hast, ist das winterharte Edelpurpurglöckchen. Ja. So geile Namen, ne, finde ich. Ey, die sind winterhart. Alles klar. Lavendula angustifolia. Sag das nochmal und mach mal diesen Stab. Ah, die Szene habe ich gesehen. Wo die haben, glaube ich, in Instagram in die Story gepackt. Lavendula angustifolia. Ja, habe ich gesehen. Da habe ich wieder eingefroren, das habe ich gesehen, ja. Boah. Zieh hoch damit. Oh, da ist noch so eine ganz fiese Wurzel. Eben so negativ. Hä? Bam. Bam. Du stehst einfach nur so rum. Warte, ich guck mal von hinten, ob der gerade ist. Ja, guck mal von hinten. Vor allem sie ist so cool, sie wühlt da im Dreck rum, reißt Wurzeln raus, schneidet hier da, macht dies und das. Und Thomas und Joe stehen da nebenbei, gucken dann zu und machen so ein bisschen was nebenbei. So. Aber sie haut da richtig rein. Ich meine, dafür ist auch da, glaube ich. Gerade ist. Ich würde sagen, eins A gerade. So ein bisschen Bild aufhängen soll. Okay, das ist schief. Ich glaube, der ist gerade. Du glaubst? Hier. Ja. Was ist irgendwas? Hier ist Stein, Mann. Wir haben einen fetten Stein gefunden. Oh, vielleicht ist Stein. Euro wert. Vielleicht ist Gold. Wenn wir Gold finden, dann teilen wir, ja? Wir machen 50-50. Dürfen die einfach so graben oder werden gleich wieder Dino-Knochen ausgebuddelt, wie schon mal beim Pool? Hier. Thomas kriegt 0. Und ich krieg 50-50. Was ist da? Es hat Gold, aber wir werfen das weg, weil scheiße, Gold ist ja eh gerade, ne? Uninteressant. Hä? Gold? Spaha! Oh, Vorsicht! Bist du versichert über uns? Und da wurde Thomas wieder reingekehrt. Diesmal nicht gekehrt, sondern gesaugt. Was ist das für ein Geräusch gerade? Boah, was ist das? Da ist ein Stein, glaube ich, ne? Ja, da ist nicht nur ein Stein. Ey, Beate, was heißt auf Polnisch, abonniert den Kanal und lasst einen Like da? Abonnieren, glaube ich, heißt das Gleiche. Ja? Ja. Habt ihr es geklaut von uns Deutschen? Und was heißt, kommentiert das Video? Nappisch. Ach du Scheiße. Wir sind so multikulturell hier. Ja, ist doch so. Ich meine, du bist, ja. Ich bin Achtelpole. Hier, du Pole, dann mach mal. Ich bin gar nichts Pole. Ich bin 100% Allmann. Irgendwo ganz, ganz oben, glaube ich, noch Französisch, aber das ist wirklich zu so 100.000stel oder sowas. Die wird ganz groß hier. Boom. Und dann kommt da eine Pflanze rein, aber nur so ein... Sieh schon wieder. Wird schon mal eingeblendet. Ein Zweig? Das ergibt jetzt erstmal schon mal gar keinen Sinn. Die wird echt. Die wird groß. Musst du dich gedulden, ne? Dauert, ne? Dann machen wir erstmal so, dass die ein bisschen schlafen kann. Oh, stopp. Was ist das? Nee, das ist ein Kabel. Ich meine, das beißt sich jetzt nicht durchs Kabel durch, so. Ne? Ich würde schon einen Weg dadurch drumherum finden. Ne, würde ich mal sagen. Ach, oh, shit, voll im Bild, Alter. Ich w***. Na gut, das kann das Kabel ja auch irgendwie verdrängen, oder? So Wurzeln kann das auch wegschieben und kann es reißen. Je nachdem, wie flexibel das halt ist. Oh, no. Warte, tu den da rein. Ja. Doch, ja, ich an, dann finden wir den. Dann wächst er. Ah. Ne? Ich würde helfen. Natürlich gerne. Guck mal, hier ist auch der Kabel. Das sind auch Kabel. Stell, nimm, überall Ameisen dran. Bah! Alter! Oh, die Terrasse können wir auf jeden Fall dann nochmal putzen, wa? Sag ich dir. Bei eurem Erfolgblätter, da könnt ihr das jeden Tag putzen. Ja, deswegen brauchen wir einfach einen Gärtner oder eine Gärtnerin. Ja. Ey, sieht ja so geil aus, ne? Hammer, ne? Ich feier das komplett einfach. Boah, das hat so viele Propeller. Aber dieser weiße war auch hier. Jetzt ja, kommt, ja, der war hier. Kommt dann. Ich würde es ein bisschen weiter rüber noch machen. Ja, komm.
vorsichtig, ne? Ja, alle zusammen. Wir sind gute, eingespieltes Team. Alle zusammen. Ich hätte es irgendwie jetzt mit Ben das Brot oder so. Alle zusammen, tanzt das Brot. De, 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 de. Zusammen sind ja ungefähr 10% von der Arbeitskraft. Ey, aber es sieht schöner aus als vorher, Mul. Auto, Mulen. Jawohl! Ich bin gespannt, wenn das alles anwächst. Also wie das dann aussieht auch. Wollen sie es auch so erdig lassen oder wollen sie noch so Kies drunter drüber rummachen oder sowas? Ich bin gespannt, was sie geplant haben. Weil ich glaube, mit Kies sieht es cool aus. So halt jetzt. Natürlich. Sieht schon geil aus, ne? Fühle. Wenn wir fertig sind hier, machen wir auf jeden Fall ziemlich geile B-Rolls hier einmal durch unser neues Hochbeet durch. Ich wollte mal hier den Stein, glaube ich, nochmal wegtun, ne? Weil der ist eh schassig, ne? Boah! Jo. Du hast den Job. Ey, Arte, gehst du irgendwie trainieren oder so eigentlich? Ja. Wie machst du das so Fitness? Oder so? Nein, hör doch mal. Aber die sieht schon so aus, als wäre sie ein bisschen pumped, ne? Also so ein bisschen Bizeps und so hat sie ja auch, durchschnittliche Beine irgendwie auch. Also kann gut vorstellen, wenn sie so als Beruf macht, Gärtner sein, da kann man schon ordentlich trainieren auch nebenbei. Also wenn du gerade im Job bist, dann eignest du dir auch Stärke an. Das ist ja komplett legit, weil so einen fetten Stein zu heben, das kann sich ja einfach machen. Also wenn so jemand, der nur vom PC sitzt, der könnte es niemals heben. So. Du brauchst schon Kraft für so. Hallo. Aber warum bist du so stark immer? Weil wir so schwach sind, glaube ich. Also, dasselbe, was wir jetzt hier gemacht haben, machen wir auch nochmal jetzt hier. Aber wir machen, glaube ich, einfach mal einen Cut, oder? Bevor wir jetzt alle SD-Karten hier voll machen, oder was denkst du? Wir machen noch das zu Ende. Du hast den Job. Yeah. Wir sind natürlich leider nicht komplett fertig geworden, denn wir fehlen halt einfach noch Pflanzen so. Wir wollten ein bisschen vorsichtiger einkaufen. Aber haben sie mit Steinen markiert jetzt, wo sie genau das hinmachen wollten? Also, wo die Pflanzen hinkommen wahrscheinlich dann, okay. Ja. Ein bisschen vorsichtiger einkaufen. Aber wir machen Beauty-Shots lieber am Morgen, ne, würde ich mal sagen. Oh, Shit, warte, die Steine habe ich vergessen. Was für B-Rolls, wenn die Steine noch nicht platziert sind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, ja, sieht gut aus jetzt, doch. Mutzi. Mit den Steinen sieht es gut aus, ja. Ja. 25, scheiße. 25b, 26, 28, 30. 25b, wie beim Zahnarzt einfach. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie Zähne. So die Zähne so? Ich. Oh, oh. 42, 43, 42b, 43b. Oh! Wann Akt 4? Schon wieder reingeflogen hier. Das war im letzten Ding auch so. Ist jetzt so ein Running Gag bei jedem Pool-Video, wann Akt 4 kommt? 44, ne? Ja. 45. Schön. Dann geht's hier weiter. Oh Leute, ich habe übrigens nächste Woche Samstag, sehr wahrscheinlich kommt noch ein Dreh. Und ich hab's Skript für Roommates 2 fertig geschrieben jetzt. Er wird mal durchlesen alles und dann habe ich das Skript fertig. Wird geil, ich freue mich drauf. Oh, oh Gott. Sehr gut aufgepasst, hier fehlen auch noch Steine. Welche Zahl war? 45 war ich, ne? 47, 48, 49. Schön, wenn so große Steine, aber so nach außen hin kleinere Steine. Punkt. Ah, no. Fuck. Wo war ich jetzt? 51. Boah, der ist hässlich, der Stein, war. Der ist einfach nur hässlich. Bruder. Ich habe zu viel Minecraft gespielt. Das ist einfach ein Eck. Ah, shit, ich habe nicht gezählt. 53, 54. Scheiße. 55, 56. 57, 58. 60. Ey, ich check diesen Versuch nicht. Mit Hilfe von Schäfchen zum Einschlafen zu kommen. Ich habe es nie geschafft. Immer habe ich mir vor Schäfchen vorgestellt, die irgendwie über den Zaun springen. Und ich habe am Ende, habe ich, keine Ahnung, über ganz andere Sachen gedacht wieder. Also, es 61. Nee. Ew, Bro, ew. Ey, but Scheiße, wie welche Zahl war ich schon wieder? 62, 63. Nee. 67, 66. So, hier noch der letzte Feinschliff. 65, 64, 66. Ich glaube, es war's. Ich glaube, ich bin durch. So, und jetzt düngern wir den ganzen Bums noch und dann kommen die richtigen B-Rolls, Freunde. Ihr seht ja schon von Weitem, dass es schön aussieht, aber es sieht nicht so schön aus wie du. Ah, oh, der Rizzler.
seid nicht so. Es ist schön, eine romantische Phase zu haben, aber dosiert die. So sieht tatsächlich der Fraß von unserem Langzeitstudenten aus, denn das ist Langzeitdünger, ja, für Blumen, Sträucher, Hecken, Bäume. Bäume vielleicht nicht, aber. Das heißt, ich werde jetzt mit diesem Dünger hier den Pflanzen mal so eine kleine Mahlzeit zubereiten und hoffen, dass sie sterben. Ich will jetzt diese Jokes nicht machen, weil ganz ehrlich, ich habe schon so eine emotionale Bindung geschaffen zu diesen Pflanzen. Alleine diese ganze Arbeit, diese reinzupflanzen. Ich hatte gerade, jemand kommt in mein Zimmer rein, aber der Wind hat nur meine Balkontür aufgebaut gerade. Und die Kosten halt. Bevor die Pflanzen ihre Mahlzeit verzehren können, teste ich natürlich nochmal, ob diese Nahrung hier giftig ist. Frisst ja. meine Kleinen. Werde das hier zum Beispiel. Sich immer um die Pflanzen zu kümmern mit Düngern und so Kram, da habe ich absolut gar keinen Bock drauf. Nee. Ja, ihr seid hungrig. Ja! Hey! Das sind ja keine echten Steine. Was ist das denn jetzt? Der Regentanz. Oh, da bin ich mir erinnern, dass ich früher im Urlaub, da wollte ich mit dem Gameboy spielen, waren in Barcelona und ich habe dann einfach auf dem Balkon Regentanz gemacht, weil ich wollte, dass es regnet, dass wir drin bleiben können, um Gameboy zu spielen. Wirklich, ich und mein Bruder, wir waren wirklich, wirklich toxisch so gegenüber unseren Großeltern, die an den Strand wollten. Wollen nicht geizen, so. Werde richtig fett, ich messe euch so richtig, bis ihr platzt. Manchmal, wenn ich diese Pool-Videos hier drehe, ne, da höre ich schon so richtig eure Kommentare, wie die so richtig reinzanken hier in die, in jeden. Ich habe das Gefühl, ich mache immer alles falsch, aber dieses Mal irgendwie nicht. Vielleicht nicht auf die Pflanzen, ne? Ja, komm hier, du kriegst auch noch mal ein bisschen, weil wollen wir nicht geizen jetzt hier, ne? Und, doch, es regnet auf einmal, ne? Das war der Regentanz. Ach, ne? Ich wollte eigentlich jetzt diese schönen B-Rolls machen und zeigen, was wir hier so alles eingepflanzt haben. Jetzt regnet es. Ne? Ich warte noch mal ganz kurz ein bisschen. Oh Gott, die Sonne kommt. Boah, ich wurde heute Morgen auch geweckt von der Wespe, die in mein Zimmer reinfliegen wollte fast. Ich bin ganz so, als wäre die schon fast drin, für den Eingang nicht finden. Ich so, bitte, bitte komm nicht rein, bitte für den Eingang nicht. Sehr schön. Ja, genau sehe ich auch mal aus. So, aber jetzt noch mal ganz kurz als kleines Fazit für dieses ganze Video hier. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Seit langem habe ich mal wieder das Gefühl, dass wir hier wirklich neue Freunde gewonnen haben. So. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, dass hier nichts... Ich will auch gar nicht darüber scherzen, so von wegen, jo, okay, die halten jetzt nur ein Jahr. Gar nicht so. Ich habe jetzt wirklich voll die emotionale Bindung zu denen aufgebaut, weil das wirklich sehr schön aussieht. Und ich glaube wirklich, dass es halt genauso war, wie ich es mir am Anfang immer vorgestellt habe. Bin auch super gespannt, wie sich das alles so entwickeln wird. Ne? So wie es jetzt gerade aussieht, ist halt erstmal so raw. Aber da werden natürlich, die Wurzeln werden sich schlagen, die Pflanzen werden größer, sie werden in Synergie miteinander stehen. Irgendwann wird das Ganze hier so richtig Paradise, Freunde. Deswegen keine Jokes mehr. Ich sehe schon kommen. Da kommt jetzt so eine fette Liege hin, dann kann sich Tuta hinlegen, dann kommen noch ein paar Bedienstete hin, die dann so die Palmwedel wedeln so und er dann liegt dann so, wird von Trauben gefüttert, das wird ein Paradies auf jeden Fall. Oh mein Gott, aua, ah, ich zerbrach. Ich weiß nicht, ob es überbelichtet ist so, aber es maul. Deswegen keine Jokes mehr auf den Leben von unseren Pflanzen hier, Freunde. Das heißt, über die Pool- und Gartenvideos hinaus werdet ihr auf jeden Fall auch einen Wachstum hier feststellen können. Ne? Die Laube, ja, diese Laube, die werden wir auch noch schön machen. Man kann ja immer noch so eine kleine Theke dahin bauen, da wo das hoch... Es sieht so clean aus jetzt hier, oha. Das sieht richtig cool aus jetzt hier. Ja, nice. Beet gerade steht. Wir wollen auch keinen Ort haben, wo wir nur noch Sachen reindonnern, so wie es deswegen wird auch der Schrank sein Ende finden. Ja, ich bin sehr gespannt dafür, dass wir so kleine Sachen machen wollten. Ja, ich muss auch irgendwie ein Ende finden. Mein Keller, der wird noch so voll bleiben, bis ich irgendwann, weiß ich nicht... Sterben. Können sich der Nachlass drum kümmern, was damit passiert. Entstehen hier gerade richtig große Baustellen, ne? Wie die ganze Terrasse hier, das ganze Pergola. Wir haben schon abgeklärt, was bedeutet das, das Ding einmal nochmal richtig sauber zu machen. Das bedeutet 5 Tage arbeiten, ne? Und dann irgendwie da oben hochklettern. Dann wollen wir sogar noch wirklich eine Scheibe drauf machen oben. Mhm.
Ich habe das Gefühl, das klingt auf jeden Fall wie nach einer Sache, wo jemand sterben wird, ne? To be honest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aber nicht verraten, Spoiler. Vor allem extra noch ein bisschen Sonnenlicht für euch, liebe Freunde. Oh, ist es weg. Lasst gerne ein Like da. Parallel, by the way, yes, für die Leute, die fragen. Wir sitzen gerade natürlich auch sehr, sehr intensiv von morgens bis abends an den Hauptvideos, ne? Das ist auch noch ein Thema, das kommen wird so. Und ich glaube, ich schließe das Video ab mit einer sehr, sehr coolen EG-Werbung. Jeder Einkauf bei EG ist natürlich auch Support für uns, für unsere Videos, für die Hauptvideos und so weiter. Wir haben den zweiten fetten Restock rausgehauen. Es gibt jetzt wieder alle Tees im Store. Punkt. Einfach eternalgod.de. Punkt. Oh, wie viele Leute jetzt eingeben, eternalgod.de. Punkt. Oh je. Haben sie die Domain gesichert? Warte, ich muss kurz nachgucken, was da rauskommt. eternalgod.de. Punkt. Kommt mal bei Google raus. Okay, erstes Ergebnis direkt Eternal God. Ja gut, okay. Auch nicht schlecht. Ich meine, keine andere Seite dann. Also Leute, wer die Domain noch haben will, der kann sie sich holen auf seine eigene. Ich kaufe sie vielleicht auf meinen eigenen Job. Nein, Spaß.